Studierende können im Rahmen der Ringvorlesung aus drei verschiedenen Aufgabentypen wählen. Das erste wäre ein Diskussionsforum. Hier können Studierende je nach Interessenslage diskutieren mit anderen Kolleginnen, auch mit den Tutorinnen und hier ihre eigene Meinung einbringen. Das zweite Aufgabenformat wäre ein Essay. Hier geht es darum, Studierenden die Möglichkeit zu geben, aus unterschiedlichen Vorträgen auszuwählen, um Reflexion darüber zu betreiben, Zusammenhänge herzustellen und Unterschiede herauszuarbeiten. Die dritte Aufgabenstellung wäre sozusagen eine sehr inhaltsbetonte, wo es darum geht, dass Studierende Prüfungsfragen entwickeln sollen, um auch hier wirklich konkret die Inhalte anzusehen, um zu sagen, wie könnte man eine Prüfungsfrage gestalten. Studierende können hier wirklich frei wählen. Alle drei Formate müssen gewählt werden, aber der Zeitpunkt ist ganz unabhängig. So kann man je nach Interessenslage und je nach Vortragenden die Aufgabenstellung wählen. Die Prüfung am Ende des Semesters wird in Form einer Multiple-Choice-Prüfung abgehalten. Hier werden alle Multiple-Choice-Fragen aller Vorträge zum Einsatz kommen, inklusive zwei Essay-Fragen, die darauf abzielen, dass Studierende selbst Zusammenhänge herstellen und Unterschiede herausarbeiten. Die Prüfungen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Computerhörsälen stattfinden. Die Plattform Moodle werden wir hier sehr interaktiv einsetzen. Das heißt, die Studierenden haben hier die Möglichkeit, mit den drei Tutorinnen in Austausch zu treten, aber auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen über Fachinhalte zu diskutieren. Unter anderem finden Sie auch hier alle wichtigen Materialien zur Aufgabenstellung oder zu den drei Aufgabentypen. Alle Aufgaben werden online abgehalten und prüfungsrelevante Literatur, aber auch weiterführende Materialien werden Sie hier auf der Plattform finden.